Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, ich habe gerade die Schritte, die wir in der letzten Folge gemacht hatten, die ich jetzt quasi nochmal machen musste, für euch mal übersprungen und nochmal offscreen hier gezockt. Das waren vielleicht 5 Minuten, wo ich daher zu Markus gegangen bin und dann nochmal zu Lord, zu Gunrod. Und jetzt wollen wir zu Lord Hagen und Fernando. Und dann auch noch zu Gavel. Danach. Und ja, ich habe jetzt auch gerade gespeichert, weil hier ist einer der Suchenden, glaube ich, hieß der. Der Suchende. Da, der auf uns wartet. Gegen den wir nicht ankommen. Der ein bisschen zu stark ist. Ich will irgendwie an ihm vorbei. Der Meister will deinen Kopf. Niemand wird dich jetzt mobben können. Ende. So. Die beiden sind tot. Oh. Wir sind hier durchgeglitscht. Gut, wenn er dahinter ist, kann er mir nichts anhaben. Was hat er denn da? Teleport zum Pass von Corinnes. Ah, nice. Ist er noch dahinter? Ja, der kommt nur nicht gegen uns an. Der kann uns jetzt nicht angreifen. Lester! Ich speichere jetzt aber mal hier. Ich habe jetzt auf 4 gespeichert. Weil ich noch einmal auf 4. Dass wir jetzt hier durch sind. Was macht Lester denn hier? Hey, endlich bist du wieder da. Du musst sofort zu Xardas kommen. Es gibt Probleme. Das glaube ich allerdings auch. Hier ist die Hölle ausgebrochen, seit du weg warst. Sprich mit Xardas. Er wartet bereits auf dich. Er gab mir diese Rune für dich mit. Damit kommst du schneller zu ihm. Wir sehen uns dann bei Xardas. Rune erhalten. Teleport zur Burg. Pass von Corinnes, Pass im Miental. Und Teleport zu Xardas. Da wartet ein Drachensnapper. Da ist noch ein Suchender. Fuck. Da ist noch einer. Wieso sind hier so viele Suchende? Warum steht da jetzt Willkommen im Chat? Hä? Bei mir hier auf MOBS. Warum sind hier so viele, ich komme nicht gegen die an. Die sind zu stark. Was mache ich dann jetzt, wenn die so stark sind? Ich kann denen noch ausweichen. Aber ins Miet... Wieder einer. Ich muss einen anderen Weg finden. Ansonsten, ich fress dann eben noch mal ein Feuerkraut oder so, ein Feuernessel und nutze den einen hier. Und teleportiere mich sofort zu Xardas und wieder weg damit. Quatschen wir mal mit ihm. Das mit dem Suchenden, das ist gerade ein bisschen heftig, finde ich. Ich hätte jetzt aber gern schon eine bessere Rüstung und eine bessere Waffe. So. Xardas, wo bist du? Du bist nicht Xardas, da ist er. Hey, du! Die Wassermagier haben ein Portal zu einem unbekannten Teil der Insel entdeckt. Interessant. Sobald du etwas finden solltest, was uns wirklich weiterhilft, berichte mir davon. Irgendwo dort könnte das Artefakt Belians verborgen sein. Finde es. Wegen des unbekannten Teils der Insel? Ich bin zurück aus dem Minental. Das wurde auch Zeit. Was hast du gesehen?
Du hattest recht. Das Land wurde überschwemmt von einer ganzen Armee des Feindes. Orks belagern die Burg und Drachen haben ganze Landstriche verwüstet. Wenn mich nicht alles täuscht, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis sie Korinnes angreifen. Was zur Hölle ist in der Zwischenzeit hier passiert? Lester sagte, du wolltest mich sofort sehen. Was zur Hölle ist in der Zwischenzeit hier passiert? Der Feind hat erfahren, wer du wirklich bist und dass du das Auge Innos in deinen Besitz bringen willst. Er hat die Bedrohung erkannt. Er sah sich gezwungen, aus seiner Deckung hervorzutreten und offen anzugreifen. Das Versteckspiel hat ein Ende. Während gestern noch nicht klar war, wie der Angriff des Gegners aussehen würde, kann man es jetzt kaum noch übersehen. Ich habe den Beweis bei Lord Hagen. Ich habe endlich den Beweis, den Lord Hagen von mir verlangt hat. Was für ein Beweis ist das? Ich habe einen Brief von Garond, dem Kommandanten der Paladine im Minental, erhalten. Darin fordert er Verstärkung an. Das sollte diesen militanten Feldherrn überzeugen. Gut gemacht. Okay, und was ist jetzt der nächste Schritt? Geh und bringe Lord Hagen den Brief von Garond, damit er dir den Zugang zum Auge Innos gewährt. Dann begib dich ins Kloster und sprich mit Pyroka. Er muss dir das Auge aushändigen. Es gibt nichts Wichtigeres, als das Artefakt in Sicherheit zu bringen. Geh jetzt, bevor es zu spät ist. Der Feind wird ebenfalls versuchen, sich dessen zu bemächtigen. Okay, ich bin von Magiern in schwarzer Robe angegriffen worden. Der Feind hat viele Gesichter. Die Suchenden sind eines davon. Sie sind die eigentlichen Drahtzieher des Feindes. Sie haben sich an den wichtigsten Orten in Stellung begeben und warten nur noch auf eine Gelegenheit, die Falle zuschnappen zu lassen. Geh ihnen aus dem Weg. Sie sind sehr mächtige, magische Wesen und werden versuchen, dich mit allen Mitteln aufzuhalten. Übrigens, wegen des unbekannten Teils, Der Insel. Belästige mich nicht mit Details. Komm wieder, wenn du wirklich etwas Brauchbares gefunden hast. Xardas, sei nicht so ein Arsch. Der wird mir jetzt unsympathisch gerade. Ja, okay. Kann ich jetzt, ohne angegriffen zu werden, in Richtung Minental? Wieder nach Korinnes laufen? Hier? Ich hoffe, hier sind die Suchenden nicht im Wege. Wenn ich jetzt hier irgendwo einen Suchenden sehe, speichere ich einmal kurz. Achso, hier ist ein ganz normaler Toter. Ich habe sonst keine Ahnung, was ich sonst machen soll gegen die. Auch noch die. Speichern wir auf die 5. Wieso? Ich renn mal an denen gleich vorbei. Das schaffen wir nicht. Wieso bin ich so schwach? Warum? Ich renne an den vorbei, ja? Ich hoffe, die lassen mich jetzt gleich ziehen. Alter, nein! Was soll denn das? Wie soll ich jetzt da hinkommen? Wie komme ich jetzt nach Korinnes? Hier nicht noch einen anderen Weg? Hier rum vielleicht? Hier hatten wir ja doch noch was gefunden gehabt, wo Warane waren. Nicht runterrutschen. Da, nein! Okay, so geht's noch. Ja, okay, machen wir so.
Echt, wie kommt das, dass ich so schwach bin? Und die Gegner alle schon so stark. Vor allem, ich musste da durch und die sind viel zu stark für mich. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Klar schon eigentlich, aber anscheinend ist das nicht genug, was ich machen muss. Und ich muss aber jetzt Schlossknacken auch noch lernen. Das ist auch noch wichtig. Das wird noch eine Höllenaufgabe hier. Nein! Okay, an dem kann ich auch noch vorbei. Aber warum ist hier wieder ein Suchender? Das macht mich irgendwie fertig gerade. Ach ne, hier ist auch schon wieder einer. Nein, hör auf! Du bist uns in die Falle gegangen. Und jetzt werden wir dich vernichten. Nee! Lass mich ein... Ah, jetzt nicht du auch noch. Alter, nee, das war gerade zu viel für mich. Gut, dass du kommst. Du musst mir helfen. Oh, Diego. Worum geht's? Was machst du hier? Was machst du hier? Ich beobachte die Wachen. Die passen auf wie die Schießhunde. Ich glaube nicht, dass ich da einfach so durchkomme. Hm, und was sind das für Klamotten? Was sind das für Klamotten? Die habe ich von einem Händler vor der Stadt gekauft. Die Wachen wollten mich zuerst nicht reinlassen. Außerdem muss ich ja nicht jedem unter die Nase reiben, wo ich herkomme. Stimmt auch wieder. Sehe ich auch so. Aber auch wenn ich meine Schattenkluft abgelegt habe, bin ich immer noch der Alte. Und ich habe große Pläne mit dieser Stadt. Okay, und worum geht's? Worum geht's? Hier hat sich eine ganze Menge verändert, seit ich weg bin. Ich muss zusehen, dass ich wieder auf die Beine komme. Wo ist das Problem? Ich muss ins obere Viertel. Da ich aber weder Bürger der Stadt bin, noch genug Gold habe, um die Wachen zu bestechen, brauche ich dich. Ich soll dir also Gold leihen. Quatsch. Ich habe Gold. Sogar sehr viel Gold. Leider habe ich es nicht bei mir. Du musst mir mein Gold besorgen. Was bekomme ich dafür? Dafür habe ich keine Zeit. Was bekomme ich dafür? Was bekomme ich dafür? Habe ich dich jemals gefragt, was ich von dir bekomme? Stimmt. Wir sind Freunde. Das sollte doch wohl reichen. Ja, hast recht. Okay, ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen. Gut, pass auf. Ich habe damals, als die Barriere noch stand, einen kleinen Schatz versteckt. Ist schon eine ganze Weile her. Darum habe ich auch vergessen, ihn mitzunehmen. Und ich kann hier zurzeit auf keinen Fall weg. Um es kurz zu machen, du musst für mich ins Minental gehen und mir mein Gold holen. Und wo ist das Gold versteckt? Wo ist das Gold versteckt? Direkt am Austauschplatz, oberhalb der verlassenen Mine. Es ist in einem Lederbeutel. Spar dir deinen Kommentar. Ich weiß selber, dass wir praktisch dran vorbeigelaufen sind. Bring mir einfach den Beutel. Aber schau bitte vorher nach, ob es der richtige ist. Nicht, dass du den ganzen Weg umsonst machst. Woran kann ich ihn erkennen? Er ist voll Gold. Eine ganze Menge Gold. Ja, okay. Ich werde versuchen, dein Gold zu finden. Wo hast du das ganze Gold her? Was hast du mit dem Gold vor? Was hast du mit dem Gold vor? Ich habe bei einem der Händler im oberen Viertel noch eine Rechnung offen. Die gilt es zu begleichen. Dann steht deiner neuen Karriere nichts mehr im Wege. Hm? Und wo hast du das ganze Gold her? Wo hast du das ganze Gold her? Sag mal, bin ich eigentlich der Einzige, der sich im Minental die Goldstücke unter den Nagel gerissen hat? Nichts war leichter, als ein paar Goldstücke auf die Seite zu bringen. Nur für den Fall, dass wir da nochmal rauskommen. Alle waren so scharf auf das Erz, dass sich keiner für Gold interessiert hat. Ja, okay. Ich werde versuchen, dein Gold zu finden. Ich werde versuchen, dein Gold zu finden. Tu es einfach. Das reicht mir schon. Und wie laufen die Geschäfte? Wie laufen die Geschäfte? Lausig. Warum hat mir keiner gesagt, dass Corinnes in der Zwischenzeit so verkommen ist? Keine Ahnung. Ich habe die Stadt so kennengelernt. Hättest mal vor einigen Jahren hier sein sollen. Es hätte dir gefallen.
Okay. So, ich muss jetzt aber einmal pennen. Alter, was war das denn für ein Gezwitscher? Jetzt muss ich definitiv pennen. Boah, das mit dem Suchen, denn das ist aber sehr nervig. So. Ich hoffe, die greifen mich jetzt nicht im Schlaf an. Albträume verwehren die Erholung. Oh nein. Oh. Muss ich jetzt wirklich die Suchenden ausschalten? Ja, ich habe keine Gesundheit bekommen. Dann muss ich mit Batras reden. Ordnung und Chaos zugleich. Dass ich heilen kann. Ich trage so ein beklemmendes Gefühl in mir. Du siehst auch nicht gesund aus. Du bist dem schwarzen Blick der Suchenden zu lange ausgesetzt gewesen. Jo. Ich kann dir nur dein Fleisch heilen. Doch deine Seele kann dir nur das Kloster reinigen. Sprich mit Pyroka. Er wird dir helfen. Pyroka, ich wurde jetzt schon mehrmals zu ihm geschickt. Kannst du mich heilen? Adanos, segne diesen Körper. Befreie ihn von seinen Wunden und stärke ihn mit neuem Leben. Okay, dann speicher nochmal. So, wo speichern wir? Hier, auf die 6. So, dann will ich jetzt einmal das mit Fernando machen. Das ist ja mit dem Suchenden, das ist jetzt richtig scheiße, finde ich gerade, was die hier machen. Ich kann mich nicht erholen im Schlaf. Okay, zumindest bis zum Tag kann ich immer noch schlafen, aber ich kann mich nicht erholen. Das ist eine schlimme Sache. Das hat er wirklich nicht verdient. So, Fernando, wo haben wir den? So, ich war im Minental. Und? Wie ist die Situation dort? Die Minen sind alle erschöpft. Es gibt kaum mehr als ein paar Kisten voll Erz. Da lohnt sich der Abbau nicht mehr. Das darf nicht wahr sein. Dann bin ich ruiniert. Okay, nichts Neues. Da können wir ihn jetzt verpfeifen. Ich gehe mal zu Martin, glaube ich, hieß der. Und verpfeif den jetzt mal. Ich habe mir das schon gedacht. So, das wo war nochmal der schnellste Weg zu dem? Meine Meinung will ja keiner hören. So, Pablo, den kennen wir ja noch. Alter, aber das mit den Suchenden, das... Wirklich? Da müssen wir schnell irgendwie eine Lösung finden. Schlimme Zeiten sind das. Der erzähle ich gar nichts mehr. Hat er doch vorher gewusst. So, Martin war. Wer war nochmal Martin? Das ist wirklich nicht mein Problem. Das ist der nicht, der? Ah, da hinten, da. Sehe ich den schon. So, Martin. Du suchst den Mann, der an den Banditen Waffen verkauft, oder? Du suchst den Mann, der an die Banditen Waffen verkauft? Sagt wer? Sagt Vatras. Oh. Was weißt du denn darüber? Nicht viel, aber ich könnte mehr herausfinden. Ach, so ist das. Sagst du mir, was du über den Waffenhändler weißt? Pass auf. Wir wissen, dass ein einflussreicher Bürger des oberen Viertels dahinter stecken muss. Und einige der Waffen sollen sogar aus den Beständen der Miliz gekommen sein. Aber wer genau dahinter steckt, wissen wir noch nicht. Wenn du genug Mumm in den Knochen hast, eine Gruppe von mindestens 5 Banditen aus dem Weg zu räumen, kannst du es vielleicht rausfinden. Was ist mit den Banditen? Wir wissen, dass die Banditen zurzeit die Verbindungsstraßen zwischen den Bauern und der Stadt belagern. Außerdem weiß ich, dass es eine Waffenlieferung in den letzten Tagen gegeben haben muss. Vielleicht sind dort bei den Banditen Hinweise zu finden, die den Waffenhändler entlarven können. Wegen des Waffenhändlers? Wegen des Waffenhändlers.
Dann zeig mal her, was du hast. Den Ring hier hatte ein Bandit bei sich. Er deutet auf einen Überseehändler hin. Außerdem hat Fernando, der alte Händler aus dem oberen Viertel, zugegeben, mit dem Banditen Geschäfte gemacht zu haben. Und? Was noch? Das ist alles. Ist ja schön, dass er das zugibt, aber ohne handfeste Beweise kann ich da leider nichts machen. Ich werde mich doch nicht bei Lord Hagen lächerlich machen. Da musst du mir schon mehr liefern. Okay, ich hol mir dann, Übrigens, der Fischer Farim hat Probleme mit der Miliz. Der Fischer Farim hat Probleme mit der Miliz. Die Jungs bestehlen ihn ständig. Und was habe ich damit zu tun? Du hast einen gewissen Einfluss hier oben bei den Paladinen. Farim benötigt deinen Schutz. Er will dafür auch einen Teil von seinem Fang an dich abgeben. Verstehe, was du meinst. Fische. Als ob ich nicht schon genug Mist verwalten muss. Sag deinem Kumpel, er soll zu mir kommen und erzählen, wie das genau war mit der Miliz. Ich werde mich darum kümmern. Okay. Gut, einmal zu Farim. Oder Farim. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Und von Sarah nochmal den einen Degen mit einem F dran holen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufhört. Und das dann Martin geben. So, dann kriegen wir zumindest nochmal ein paar Erfahrungspunkte. Ja, das mit dem Suchenden, das regt mich gerade richtig auf. Hey, du! So, ich habe die Lösung deiner Milizprobleme. Und wie sieht die aus? Martin, der Proviantmeister der Paladine, will sich deine Geschichte von der Miliz und deinen Fischen anhören. Und du meinst, er kann dafür sorgen, dass mich die anderen der Miliz in Ruhe lassen? Hat er zumindest gesagt. Gut. Ich danke dir. Ich kann dir nicht viel geben. Aber warte. Ich habe diesen seltsamen blauen Stein auf einer der Inseln vor Korinis gefunden. Ich glaube zwar nicht, dass er viel wert ist, aber jemand wie du kann ihn sicher gebrauchen. Aquamarin erhalten. Okay. Was soll ich mit dem Aquamarin? Ja, okay. Dann von Sarah einmal den Degen holen mit einem F drauf. Und ich hoffe, wir kriegen das hin, dass wir nicht zu vielen Suchenden hier über den Weg laufen. Es sind mir echt viel zu viele von denen. Und wir sind noch nicht stark genug gegen die. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ah, mit Gavel können wir auch nochmal quatschen. Er sollte lieber den Mund halten. So. Glaubst du wirklich? Gavel? Hey! Okay, gibt's hier nichts Neues. Ich kann ihm nichts Neues erzählen. Schade. Das war da schon vorher klar. Das wäre super gewesen. Das habe ich schon gesehen. So, auf zu Sarah. Das ist mal wieder typisch. Ah ja, hier von Torb Schlösserknapp können wir jetzt einmal lernen. Hey. Hier. Bring mir bei, wie ich ein Schloss knacken kann. Du brauchst nur einen Dietrich. Wenn du ihn im Schloss vorsichtig nach rechts und links bewegst, kannst du den Mechanismus aufhalten. Aber wenn du ihn zu stark oder zu schnell in die falsche Richtung bewegst, dann wird er dir abbrechen. Je geschickter du bist, desto weniger Dietriche brauchst du. Das ist eigentlich schon alles. Okay. Also haben wir jetzt, hier. Schlösseröffnung gelernt. Nice. Kann man das auch meistern oder ist nur das oben hier mit Zweihänder, Einhänder und so weiter? Oben am Brüstel. Alles andere kann ich ja nur gelernt haben. Und meistern kann ich nur die Kampfattribute. Aber der Mensch und das Tier. Noch mehr Ärger kann ich nicht brauchen. So. Ach, erzähl mir nicht sowas. Wo? Er arbeitet doch den ganzen Tag. Wo ist Sarah? Sieh an, da bist du ja wieder. Warum sitzt du nicht im Knast? Ich bin freigelassen worden. Wie ich es dir schon sagte, ich bin ein einflussreicher Mann in der Stadt. Jetzt hat sich bei den Händlern herumgesprochen, dass du ein Sträfling bist. Eine dumme Sache. Du wirst hier am Marktplatz nicht mal mehr ein Brot kriegen. Ich könnte das allerdings wieder hinbiegen für, sagen wir, 500 Goldstücke.
Was bist du für ein... Was du nicht sagst. Und wo ist Sara? Der erzähle ich gar nichts mehr. Wenn ich Jura? Du bist ein Sträfling aus der Minenkolonie. Dir werde ich nichts verkaufen. Digga, ich hab euch geholfen. Schlimme Zeiten sind das. Verschwinde, du Sträfling. Kanta hat mir gesagt, was du für ein mieser Kerl bist. Das ist ein Geheimnis mehr. Du bist ein Sträfling aus der Minenkolonie. Verschwinde. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Alter. Das darfst du keinem erzählen. Das ist ja schrecklich. Zeig mir deine Ware. Man hätte es gar nicht so weit kommen lassen sollen. Jetzt hat doch einer der Söldner tatsächlich einen der Paladine ermordet. Irgendwann musste ja etwas passieren. Was? Typen wie du kriegen bei mir nichts. Wieso? Erst die Bauern aufwiegeln und dann so tun, als wäre nichts gewesen. Jetzt verschwinde, du vertreibst mir die Kundschaft. Er redet einfach zu viel. Ich will einmal was machen zu meiner Befriedigung, sagen wir so. Hier, was den Typen hier angeht. Das wirst du. Alter. Was? Nicht schlecht. Nein. Okay, nochmal laden. Wer hat mich jetzt gekillt? Aber ich will ihn jetzt einmal getötet haben, dafür, was das für ein Mistkerl ist. Einfach zu viel. Mein Gott, mein Gott. Jetzt hör auf, da festzustecken. Autsch. Mein Gott, wie brutal. So, das hast du verdient. Nein, sich den Schädel ein. Das hat er verdient. Wache! Wache! Das hat Wache! Er wirklich verdient. Wir sprechen uns noch. Das hat der Typ verdient. Ja, komm. Da ist nichts. Das war's für dich, Junge. Egal, ich wollte da ihn einmal aus... Wegen der Scheiße, die... Und auch nur Sara ist weg. Ich hasse den. Kann man den nochmal loswerden? Alter, was ist das für einer? Schlimme Zeiten. Bist du gekommen, um zu bezahlen? Wirklich? Das ist ja interessant. Na schön, ich bezahle. Du lässt mir ja keine Wahl. Gut. Dann werde ich mal dafür sorgen, dass du wieder im Ansehen der Händler steigst. Wenn ich das nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. So, zeig mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Hast du das Scheiß Such dir was aus. Das ist ja schrecklich. Sturmbringer. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Rabenschnabel. Man sieht das anders. Streitkolben. Aber den... Degen, den ich jetzt brauche, wo ist Sara hin? Mit eigenen Augen gesehen hätte. Wer muss die Arbeit ja machen? Das ist mal. Ich muss weiter. Von mir aus. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Wo ist Sara hin? Das habe ich schon immer gesagt. Ich glaube da nicht dran. Alter, ich hasse Kanter. So, ich will jetzt von ihm wissen, vielleicht weiß er, wo Sara ist. Ne, der kann mir nichts sagen. Was ein Scheißkerl. Sorry, dass ich jetzt momentan so viel fluche. Aber der wird mir dafür noch büßen. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. So, ich hoffe, ich habe einen von denen den Degen hier verkauft gehabt. Zeig mir deine Ware. So.
Hat die nicht... Irgendwie hat die doch noch diesen Segen schon drauf gehabt, oder? Hakon? Zeig mir deine Ware. Schlimme Zeiten sind das. Ich glaube da nicht dran. Irgendwo ein Degen, wo ein F drin eingraviert wenn ist. Wenn ich es nicht mit einem Rohstahl wieder. Ach, scheiß drauf, ganz ehrlich. Jetzt gerade. Jetzt gerade bin ich richtig angepisst. Gerade bin ich richtig angepisst, was den Typen da angeht. So, ich will jetzt aber wissen, wo Sarah ist. Und der Mensch erschlug das Tier. Und es ging ein in Belias Reich. Irgendwer wird mir doch sagen können, wo Sarah ist, oder? Ich wundere mich über gar nichts. Hat ihn vielleicht hoffentlich noch einen Degen verkauft gehabt? Zeig mir deine Ware. So. Ich hatte ihn jetzt keinen Degen verkauft, ne? Man darf halt nicht alles glauben, was man. Aber den hat sie doch hier verkauft. Lukas hat sie doch auch noch einen Degen verkauft. Zeig mir deine Ware. Ich wäre mir da nicht so sicher. Hatte ich nicht? Ich habe den ganzen anderen Mist verkauft. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Das ist doch alles nur Gerede. So. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Die können alle weg. Das war doch schon vorher klar. So, sonst habe ich jetzt nichts, was ich noch brauche. Doch, hier kann ich noch ein paar Sachen verkaufen. Ich wundere mich über gar nichts mehr. So, Krallen des Rudelführers, die brauchen so, noch. Wie du sagst. Bergkristall, ich weiß nicht, wofür ich die brauche. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Schwefel, keine Ahnung. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Hornmuschel. Es war genau so, wie du sagst. Das ist Aquamarin. Hier die Felle. Dann die Dinger noch. Warum hört eigentlich keiner auf mich? So, Goldklumpen. Die Probleme habe ich kommen sehen. So, dann war's doch wohl. Wenn das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir mal weiter. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich mache jetzt ein kleines Päuschen und dann versuche ich mich zu beruhigen wegen Kanta. Was das für ein Lemurensohn ist, wirklich. Also, der regt mich auf. Und dass Sarah weg ist. Kann man den nochmal loswerden? Den Kanter? Ich hoffe es doch. Aber egal. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.